Gerade bei gewirkten Stoffen ist es oft einfacher, eine Einfassung mit einem Schrägband zu machen, als mit einem Besatz. Das funktioniert sogar mit diesem etwas dickeren Double Jersey. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie nähe ich das Schrägband am besten zusammen? Servus ihr Fashion, schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte euch heute eine Methode vorstellen, wie ihr ein Schrägband am Kleidungsstück einfach und rationell zusammennähen könnt. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, dann bleibt gerne dran. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert gerne kostenlos meinen Kanal. Also, gehen wir's an! Gerade bei elastischen Stoffen wird das Einfassband oder Schrägband oftmals zuerst zusammengenäht und dann auf das Kleidungsstück draufgenäht. So ein gespanntes, gedehntes Band in der Rundung anzunähen, ist aber oftmals gar nicht so einfach. Ich finde es einfacher, ein elastisches Band zuerst anzunähen und dann erst zusammenzunähen. Spontan würde man denken, stückeln am besten unterm Arm, da ist es schön unauffällig. Davon würde ich euch aber abraten, weil in der Rundung stückeln funktioniert meistens nicht so gut. Stückelt am besten an der Schulter, da ist es genauso unauffällig, das sieht man auch nicht. Und ihr habt ein Stückchen gerade Strecke und damit tut ihr euch viel leichter. Wie ihr ein Schrägband als Besatz verwenden könnt, das habe ich euch schon einmal in einem Video gezeigt. Schaut es euch gerne an. Ich habe es euch in der Beschreibung verlinkt. Diese Technik kann ich sowohl für den Halsausschnitt als auch für den Armausschnitt verwenden. Bei dieser Methode wird das Schrägband gemeinsam mit der Schulternaht verbunden. Das geht aber nicht immer, wenn zum Beispiel schon ein Kragen angenäht ist. Ich habe also hier schon mein Besatzband zugeschnitten und möchte dieses Besatzband stückeln. Wir stückeln nicht gerade. Natürlich könnte man das auch machen, aber da kommt ganz viel Material zusammen und das wird viel zu dick. Wir arbeiten also schräg. Dazu stecke ich mir mein Besatzband hier an der Seitennaht an und stecke bis ganz nach oben. Hier in diesem Bereich und auch oben ein bisschen muss dieses Band im Jersey etwas eingehalten werden, damit mein Armausschnitt später gut am Körper anliegt. Ich stecke mir also mein Besatzband rechts auf meinen Armausschnitt drauf und halte das Band ganz leicht ein. Als Orientierung für euch ungefähr 10%. Das ist 1 cm je 10 cm. Ich bin hier oben schon an meinem Schulterpunkt angekommen und messe mir hier von der Schulter so circa 5 bis 6 cm zurück. An diesen Punkt stecke ich mir jetzt eine Nadel und ich werde später mein Armloch nur bis zu diesem Punkt nähen und den Rest freilassen. Und das mache ich auf der anderen Seite genauso. Das mache ich deshalb, damit ich genug Platz habe, mein Schrägband hier oben gut zu verbinden. Und damit wir bei diesem Schrägband keinen Bampf zusammenbekommen, machen wir das eben nicht gerade, sondern schräg. Aber zuerst nähe ich rundherum mein Schrägband bis zu meinen markierten Punkten an. Das Band ist jetzt angesteppt und jetzt kann ich mir den Rest auf der freien Fläche schön hinlegen. Das erste Band lege ich mir jetzt ganz einfach im rechten Winkel zu meiner Naht und das zweite hier genau beginnend wieder an der Schulter, genau an die gegenüberliegende Seite. Und so entsteht ein wunderschöner 45-Grad-Winkel, den wir dann in weiterer Folge zusammennähen werden. Ich brauche jetzt zwei Stoffbrüche, in denen ich später nähen werde. Bei diesem Double Jersey werde ich mir diese Stoffbrüche einbügeln. Stecke mir einfach links und rechts zwei Nadeln und mit dem Dampfbügeleisen ein bisschen drüber gehen. Wenn ihr einen dünneren Stoff habt oder auch ein Baumwollband, dann könnt ihr euch das mit dem Fingernagel einfach ein bisschen einritzen und spart euch das Bügeln. So, ich habe mir jetzt zwei Kanten eingebügelt und jetzt stecke ich mir diese beiden Kanten, die man hier ganz gut sehen kann, rechts aufeinander. Wichtig ist, dass die Kanten wirklich ganz genau aufeinander kommen, damit ich in diesem 45-Grad-Winkel
schön arbeiten kann. Die beiden Bandenden liegen im rechten Winkel aufeinander und hier in dieser Schräge werde ich jetzt nähen. Meine Bänder sind verbunden und jetzt schneide ich mir einfach die Nahtzugabe heraus. Da könnt ihr ruhig großzügig sein, damit nicht zu viel Material in dem Schrägband verbleibt. Die Nahtzugaben schön flach auseinanderbügeln oder je nach Material auch mit dem Finger ausstreifen. Und jetzt kann ich mir ganz gemütlich die restliche Strecke feststecken und an mein Armloch annähen. Der Vorteil dieser schrägen Verbindung sind jetzt die Nahtzugaben. Die liegen nämlich, wenn ich die Kanten aufeinander lege, jetzt nicht genau aufeinander, sondern versetzt. Und deshalb ist meine Verbindung zwischen diesen beiden Enden recht schlank, obwohl das Material dieser Double Jersey doch ziemlich kompakt ist. Wenn ihr diese Technik bis jetzt noch nicht angewendet habt, dann probiert es doch einfach mal aus. Ihr werdet sehen, ihr werdet euch viel leichter tun. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich über Likes und Kommentare. Bussi, Baba, bis bald.